Willkommen zur letzten Partie hier am 33. Bundesligaspieltag. Leipzig empfängt Bayern München. In der realen Tabelle heißt das Platz 2 gegen Platz 1. Bei uns bedeutet das, Bayern München auf Tabellenplatz Nummer 2 hat die Chance, nochmal in Hamburg ranzukommen. Weil die Hamburger, die haben verloren die Riesenmöglichkeit jetzt, die Meisterschaft also doch noch für sich zu entscheiden. Unsere Tabelle findet ihr auf fifa-online-bundesliga.de. Und ja, Leipzig spielt bei uns nicht oben mit. Die sind mittlerweile im Mittelfeld, haben ja lange, lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft. Jetzt könnten sie mit einem Sieg den Klassenhalt sichern. Beide schwere Aufgaben. Mucke ist aber an diesem Wochenende wirklich bärenstark. Ich weiß nicht, woran es bei mir liegt. Zweikämpfe schwach, Passspiel schwach. Viele Defizite, die ich in den letzten Wochen eigentlich so gut umgesetzt habe. Zu Recht habe ich deshalb auch schon den Bundesligaspieltag verloren, will aber natürlich meinen Vorsprung insgesamt ein bisschen vergrößern, um am 34. Bundesligaspieltag nicht noch alles herzuschenken. Weil bisher habe ich ja keinen einzigen Titel eingefahren und das alleine ist schon traurig genug. Ja, das stimmt allerdings. Aber mich riecht gerade der Schatten hier tierisch auf. Ich dachte, der Schalke, der wäre schon scheiße. So, Jascha 2, da haben wir an diesem Wochenende nicht. Der Herr Fummler. Oh, Gott sei Dank gibt's ihn diese Woche nicht. Ja. Dafür ist er wahrscheinlich im letzten Bundesligaspieltag wieder on point. Dann ich hoffe der, es. Dann gibt er wieder Vollgas. Oh, Alaba, was ist denn mit dir los? Hau mal ab. Oh, wow! Das Tor des Tages. Latte rein damit. Robben. Ja, hast du dich beim Warmschießen auch die Latte geknallt? Ja, aber da ging er dann raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich muss einfach auch mal schießen. Über den Gegenspieler rüber und dann, boah, der war ja sowas von unhaltbar. Da keine Chance. 1-0, aber... Ich freue mich noch nicht darüber. Über das schöne Tor schon, aber über Führung, das bringt an diesem Wochenende irgendwie auch keine Extrapunkte. Da müssen wir nachlegen. Aber irgendwie passt gerade hier nichts zusammen bei Leipzig. Kein Drang nach vorne. Hinten Penn. Schön unter Druck setzen. Wo ist denn der Ball? Oh, gut gehalten. Aber hast du gesehen, was Paul da für einen Trick gemacht hat? Ja, wei, das war geil. Guck mal, vielleicht nochmal zeigen? Nee, sie zeigen nur den Schuss. Schade. Also ich habe den Trick noch gesehen. Oh, da, ja, das gibt's doch nicht. Ribéry. Oh, der ist schnell. Boah, der ist aber schnell. Ja. Ja, 2-0. Ja, Bayern schießt sich den Fuß von der Seele. Sind zwar Meister, aber alles andere verkackt. Ja, ich meine, bei unserem FIFA-Projekt, also da ist es wichtig, hier zu gewinnen. Stell mal vor, am letzten Spieltag überholt Bayern noch den HSV. Also, das wäre natürlich heftig, ne? Für die Hamburger wäre das richtig ärgerlich. Oh, Fummler, ey, du kannst mich doch jetzt langsam mal alle Pfeife lutschen. Haben wir noch. Boah, bisschen. Alles gut. Wo ist denn der? Ah. Oh, habe ich einen von dir gefoult? Ja. Oh, was ist das hier für ein Fehlpass-Kommando hier heute? Also kann man es auch richten. Ganz aber stark von Robben. Furchtbar, was Leipzig hier bringt. Aber das war von Robben richtig schön nach hinten mitgearbeitet. Aber so will ich das sehen. Ja, so hättest du am liebsten den ganzen Spieltag gehabt. Ja. War mal ein Satz hier.
So, Robben, bester Mann. Ja, bis jetzt ja. Schöne Flanke. Oh, zu doll. Lewandowski, was ist da los? Was ist da los? Boah, schön gesehen. Da pfeift der nicht, weißt du das? Geil gelöst. Gelöst. Da habe ich mal ein bisschen was zu lachen an diesem Spieltag. Och, vom Lehrkomm. Alaba, steh auf, du Pfeife. Haben sich die Schuhe berührt? Ja, dann ist da zu viel. Körperkontakt, ja, aber Objekte? Nee. Oh Mann, du solltest ihn mit der Fußspitze einfach nach vorne legen. Ach, das kriegt doch jeder hin. Oh, das ist... Oh, das ist doch kacke, was die hier bringen. Zieh! Oh, der kann nicht mehr. Jetzt schon? Der ist schon tot. Ist der überhaupt schon gelaufen? Ist der überhaupt schon gelaufen? Ja, man weiß es nicht. Alter, in der 38. Minute wird mir hier ein toter Spieler angezeigt. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, Neuer. Den zu überwinden ist brutal. Ja. Ach komm, Kompa, hör auf zu rennen. Oh, sowas hab ich noch nicht erlebt hier. Ich schon. Oh, bester Mann, Robben! Oh, immerhin hat sich Leipzig jetzt hier mal durchgesetzt. Ja. Und dann wieder direkt den Ball verloren. Gefällt mir, was Robben hier heute zeigt. Es war auch schön. Ah, zu schwach, Ribéry. Alten Sack halt. Schade, war gut gemacht sonst. Schon Halbzeit? Oder ging aber schnell? So, ich habe mehr Schüsse, du mehr Ballbesitz. Schussgenauigkeit ist gleich, Passgenauigkeit bin ich ein bisschen überlegen. 2:0 steht es hier. Mhm. Aber hier, Martin, das steht eigentlich, ja, sieht noch in Ordnung aus. Komisch. Komische Sache mit den Bayern hier. So, jetzt mach mal bitte Nacht, dann komme ich besser klar. Dieses Schattenspiel nervt mich total. Mhm. Vor allem, weil auf der einen Seite dunkel und auf der einen Seite hell und in der Mitte kommen genau die blöden Streifen. Das ist richtig ekelhaft. Oh, Mucke kriegt mal ein Pfeif-Konzert. So. Naja, gut, ein paar Pfiffe. Halten Sie die Grenzen. Weil Konzert war das noch nicht. Ja, man weiß, hier ist Bayern. Ja. Am Start. Da ist nicht viel mit mitnehmen. Leipzig kommt gut aus der Kabine. Ach, das ist der Schiedsrichter. Scheiße, ich wollte gerade spielen. Wo fliegt der hin? Weiß ich nicht. Ins Tor? Ja, würde. Der würde. Der hätte gepasst. Wäre der reingekullert. Aber wir schreiten hier so rum. Echt? Gut so. Ja. Na, also Leipzig macht jetzt Druck. Bayern lässt sich nach hinten drängen. Oh! Nee. Oh, du behinderten Vogel, pfeif doch! Ja, das willst du wieder pfeifen, ne? Hä? Naja, gut, Müller läuft halt trotzdem. Müller!
Was machst du denn da? Oh, da habe ich einen Verletzten, eine Ribéry. Wann ist denn der gestorben? Weiß ich nicht. Irgendwann mitten in der Partie. Er läuft hier noch ganz gut. Ob er jetzt okay, immer noch ist? Er lief. Ob der jetzt immer noch lebt, ist die Frage. Ja. Wow, der ist ja... Scheiße, ist zu schlecht, ey. Oh, Riesenchance jetzt für Leipzig. Oh, verkackt. Weil Paulsen zurücklief. Ja. Oh, ja. Nein! Ja, Anschlusstreffer. 2-1. Habt ihr euch wieder dämlich angestellt? Das gucken wir uns nochmal an. Ja, hat er sich gegen Boateng durchgesetzt oder dann, ja. Paulsen, das ist das, was ein Stürmer ausmacht. Der muss da stehen, genau in der Mitte. Da kommt der Ball meistens hin, wenn er abprallt. Ja. Ist aber auch verdient, weil von Bayern kommt hier im zweiten Durchgang so gut wie gar nichts. Vielleicht jetzt mal eine schöne Aktion. Ach du Lieb. Also Lewandowski ist ja heute überhaupt nicht zu sehen. Genau, ganz wichtig. Ist natürlich ein bisschen weit. Einwurf. Ja, hätte man nur Abschluss pfeifen können, ey. Einwurf an der Eckfahne. So ein Fehlpass. Mann! Leute, was ist denn jetzt? Genau, Vidal. Mit gutem Beispiel voran. Ach, Scheiße! Ach Gott, ey. Ganz stark. Oh, der Sinnbild für mein ganzes Wochenende hier. Ja, da mache ich gerade nicht zu, mache ich gerade zu wenig draus. Ach, du liebst Lieschen. Ah, oh, schade. Komm. Müller, versuch's einfach mal. Das hätte man auch pfeifen können, so wie der da noch umgerissen wurde. Oh. Robben. Komm, Robben. Ja, da steht keiner mehr. Robben nochmal. Jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Ihr seid so schlecht, ihr seid so schlecht. Gott sei Dank mitgelaufen. Wow. Wow. Schöner Pass, Ribéry, aber der ist auch so gut wie... Die alle so schlecht von der Ausdauer. Robben, bester Mann, ja, kommt immerhin noch an. Aber Lewandowski, der ist heute komplett untergetaucht. Ah, schade. Krass gewonnen. Ja, das war's. 2-1. Arbeitssieg hier zum Abschluss. Ja, aber knapp. Leipzig kam in der zweiten Halbzeit rausgeschossen wie die Feuerwehr. Ja, haben sich dann den Anschlusstreffer verdient, hier Robben,
Ja, für mich bester Spieler, schönes Tor. Die Einzelspielanalyse findet ihr ja online. Geht einfach mal auf fifa-online-bundesliga.de. Dort könnt ihr dann den entsprechenden Spieltag auswählen. Habt alle Partien nochmal, alle Statistiken. Und ja, einen Bundesligaspieltag gibt es noch. Denkt daran, vorher mit zu tippen. Ne? Unser Tippspiel ist ja jetzt auch online. Da braucht ihr keinen YouTube-Kanal oder sonst irgendetwas. Einfach kurz mit der E-Mail-Adresse eintragen, damit wir das zuordnen können, wer welchen Tipp abgegeben hat. Und schon seid ihr dabei. Ja, wir sehen uns am nächsten Wochenende wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.